muss ich dadurch nicht sogleich ins Boxhorn jagen lassen, guter Freund. Ich kenne den Deport, er ist ein Spitzbube, der nicht sucht, als sich zu amüsieren. Er wird ihm darum seine Braut nicht gleich abspenstig machen wollen. Aber das Gerede, Herr Major, Stadt und Land ist voll davon. Ich könnte mich den Augenblick ins Wasser stürzen, wenn ich dem Ding nachdenke. Er muss sich das nicht so zu Herzen gehen lassen, zum Teufel. Man muss viel über sich reden lassen in der Welt. Ich bin sein bester Freund und ich werde es ihm gewiss sagen, wenn Gefahr dabei wäre. Aber es ist nichts, mach er nur, dass die Hochzeit diesen Winter sein kann. Und macht ihm der Deport als dann die geringste Unruhe. So bin ich sein Mann, es soll Blut kosten, das versichere ich. Unterdessen geht er sich ans Gerede nicht. Er weiß wohl, die Jungfern, die am bravsten sind, von denen wird das meiste dumme Zeug resumiert. Das ist ganz natürlich, dass sich die Jungen fast zu rächen suchen, die nicht haben ankommen können. Das ist ganz natürlich, dass sich die Jungen fast zu rächen suchen, die nicht haben ankommen können.